dem Mittagessen in der Schulkantine machen sich die Klassen auf den Weg in das Stadtzentrum von Brighton. Conny hat sich ordentlich satt gegessen. Es gab leckeren Backfisch und Pommes mit Mayo. Nur leider spürt sie ihre Müdigkeit nun umso mehr. Zum Glück ist Brighton nicht sehr groß. Der Fußmarsch zum königlichen Pavillon dauert nicht lange und der frische Seewind tut ein Übriges. Als Conny vor dem imposanten Bauwerk steht, ist sie so gut wie wach. Vor ihnen ragt inmitten eines gepflegten Parks ein Gebäude auf, das direkt einem Märchen entsprungen zu sein scheint. Zahlreiche Türmchen, verzierte Mäuerchen und Torbögen erinnern eher an den Palast eines orientalischen Sultans aus Tausend und einer Nacht als an einen königlichen Sitz in Großbritannien. Dazu glänzende Kuppeln, Minarette, strahlend weiße Pagodendächer. Conny weiß gar nicht, wohin sie zuerst gucken soll. Als Conny den anderen in das Innere des Palastes folgt, spürt sie plötzlich eine sanfte Berührung an der linken Schulter. Genial, oder? Lächelt Philipp ihr zu. Conny nickt nur. Sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Philipps Hand liegt immer noch auf ihrer Schulter. Ganz warm und leicht fühlt sie sich an. Kein bisschen unangenehm. Als Bewegung in die Reihe vor dem Kassenschalter kommt, nimmt Philipp seine Hand weg, aber er bleibt dicht hinter ihr. Conny spürt ihr Herz pochen und versucht, möglichst ruhig und gleichmäßig zu atmen, aber irgendwie will es ihr nicht gelingen. Genau vor ihr stehen Anna und Mark und halten Händchen, als wäre das total normal. Woher weiß Anna, wie das geht? Und woher nimmt sie den Mut, es zu tun? Conny nimmt sich vor, bei der nächsten Gelegenheit mal ein ernstes Gespräch mit ihrer besten Freundin zu führen. Bestimmt kann Anna ihr ein paar richtig gute Tipps geben. Nach der Führung durch den Palast verabschieden sich die Lehrer. Die beiden Klassen schlendern durch den herrlichen Park und suchen sich ein ruhiges Eckchen in der Nähe eines Springbrunnens, um über die Strandparty zu sprechen. Wie durch einen Zufall kommt es, dass Philipp neben Conny sitzt. Aber gibt es solche Zufälle überhaupt? Conny hat so ihre Zweifel. Ihr kommt es eher so vor, als hätte sich Philipp mit voller Absicht neben sie gesetzt, auch wenn er es sich nicht anmerken lässt. Eine halbe Stunde später ist alles besprochen. Tobi und ein paar andere Jungs wollen das Holz für das Lagerfeuer besorgen, die anderen Aufgaben, das Einkaufen der Grillwürstchen und Getränke, das Vorbereiten des Brotteigs und das Organisieren der Musik werden gerecht aufgeteilt. Am besten wär's, wenn jemand Gitarre spielen könnte, meint Paul. Das passt am besten zu einem Lagerfeuer am Strand. Meine Bruder David kann spielen the guitar, meldet sich Mandy zu Wort. Ich kann ihn fragen, wenn ihr wollt. Bestimmt, er spielt very gerne für uns. Klar, nickt Paul. Das wär super. Mandy zupft an ihrer Igelfrisur und lächelt. Als sich die Versammlung nach einer Weile auflöst, bleiben Conny, Mandy, Anna und die anderen unschlüssig zurück. Die Jungs um Philipp und Paul stehen neben dem Brunnen und machen ebenfalls nicht den Eindruck, als hätten sie etwas besonders Dringendes vor. Philipp zwinkert Conny zu. »Hast du Lust, ein bisschen rumzulaufen?«, fragt er. »Wir könnten zum Brighton Pier gehen und irgendwo ein Eis essen.« Conny zögert. Die Aussicht, mit Philipp spazieren zu gehen, ganz allein ohne die anderen und ihre neugierigen Blicke, ist echt verlockend, aber auch ein bisschen beunruhigend, findet sie. Was, wenn ihr nichts einfällt, worüber sie sich mit ihm unterhalten soll? Mandy bohrt ihr den Ellbogen in die Seite. Of course sie hat Lust, sagt sie und schiebt sie mit sanftem Druck in Philipps Richtung. Have a nice Nachmittag. Was? Aber ich... Conny will protestieren, aber Mandy bringt sie mit einem eindringlichen Blick zum Schweigen. Na gut, okay, sagt Conny, während sie versucht, Philipps Lächeln zu erwidern, ohne rot zu werden. Warum nicht? Philipp lächelt zufrieden. Als Conny und Philipp die breite Küstenstraße überqueren, kommt sie sich ein bisschen merkwürdig vor. Überall um sie herum sind junge Leute. Touristen, Sprachschüler und Einheimische. Niemand achtet auf sie. Trotzdem hat sie das Gefühl, als würden alle sie anstarren. Eine Weile gehen sie und Philipp schweigend nebeneinander her. Philipp hat beide Hände in die Taschen seiner Jeans geschoben. Cool hier, nicht? Sagt er schließlich. Conny nickt.
Sie überlegt, ob sie ihm von Mary Lou's kräftiger Stimme und ihren schlaflosen Nächten erzählen soll. Aber ob ihn das interessiert? Über ihnen kreischen schneeweiße Möwen. Der Wind weht die Musik der Karussells und den Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln vom Brighton Pier herüber. Conny hebt schnuppernd die Nase. Es riecht ziemlich lecker. Hey, lacht Philipp. Du hast gerade ausgesehen wie ein kleines Kaninchen. Wie bitte? Fragt Conny entrüstet. Philipp bleibt stehen. Ich mag Kaninchen, versichert er. Echt wahr. Sie sind fast sowas wie meine Lieblingstiere. Gleich nach Katzen, Löwen und Elefanten. Er grinst schräg. Und Erdmännchen, natürlich. Erdmännchen? Conny stutzt. Im Ernst? Die mag ich auch. Ehe sie protestieren kann, nimmt Philipp ihre Hand. Los, komm, ruft er und zieht sie hinter sich her. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Im Laufschritt bahnen sie sich einen Weg zwischen den Spaziergängern hindurch. Conny gerät ein paar Mal ins Stolpern, aber Philipp hält sie fest. So fest, als wolle er sie gar nicht mehr loslassen. Etwas außer Puste erreichen sie den Eingang zum Pier. Aber Philipp denkt nicht daran, sein Tempo zu verringern. Mit langen Schritten trabt er weiter über die Holzplanken, unter denen das Meer schäumt. Conny spürt, dass sie Seitenstiche bekommt. Da! Endlich bleibt Philipp stehen und zeigt auf einen hohen Glaskasten, bevor er sich nach vorne beugt, um wieder zu Atem zu kommen. Aber das sind ja... Conny reißt die Augen auf, bevor sie ihre Hand löst und auf den Kasten zugeht, der am Brückengeländer steht. Erdmännchen, strahlt Philipp und pustet sich eine Locke aus der Stirn. Tatsächlich! Hinter den Glasscheiben türmen sich unzählige kleine Erdmännchen aus Plüsch zu einem kuscheligen Berg auf. Über ihnen hängt ein Greifarm. Die sind ja süß, sagt Conny. Wenn man die Erdmännchen kaufen könnte, würde sie glatt in Versuchung geraten, eins zu adoptieren und als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Aber so? Schade, dass es ein Glücksspielautomat ist. Mein Vater sagt, das ist alles Betrug. Man kann gar nicht gewinnen. Natürlich ist es Beschiss, gibt Philipp zu. Aber hin und wieder gewinnt halt doch jemand. Sonst würde schließlich niemand mehr Geld reinstecken. Wie teuer ist ein Spiel? Conny entziffert die Zahlen auf dem abgewetzten Schild an der Seite des Automaten. 5 Pence. Philipp wühlt in seinen Taschen und befördert ein paar lose Münzen ans Tageslicht. Hab ich, ruft er triumphierend. Ohne zu zögern wirft Philipp sein 5-Pence-Stück in den Schlitz. Durch den Greifarm geht ein Ruck. Philipp lenkt ihn mit einem an der Außenseite angebrachten Joystick, doch der Greifer scheint ein Eigenleben zu besitzen. Ey, geh runter, du blödes Ding, schimpft Philipp. Sein Gesicht ist konzentriert. Conny hält den Atem an. Philipp senkt den Greifarm. Er schwebt genau über dem Kopf eines Erdmännchens. Unwillkürlich drückt Conny beide Daumen so fest sie kann. Vielleicht schafft es Philipp tatsächlich, den Automaten zu überlisten und ein Erdmännchen herauszuholen. Sie traut sich kaum hinzuschauen, als der Greifer sich langsam öffnet und um den Kopf des Stofftieres legt. Philipp muss das Erdmännchen nur noch hochheben, über ein Loch im Boden buxieren und den Greifer öffnen. Plötzlich ruckt der Greifarm, dann bleibt er mitten in der Bewegung stehen und öffnet sich. Das Erdmännchen fällt auf den Erdmännchenhaufen zurück. Mist, flucht Philipp. Fast hätte ich's gehabt. Schade. Conny wirft dem Erdmännchen einen sehnsüchtigen Blick zu. Sie hatte sich schon vorgestellt, wie es sich wohl anfühlen würde. Der Stoff sieht total weich aus. Dass ausgerechnet in der allerletzten Sekunde die Zeit ablaufen muss. Schade, ist wohl doch Beschiss. Philipp wirft ihr einen komisch verzweifelten Blick zu. Komm, wir gehen lieber ein Eis essen. Da kriegt man wenigstens was für sein Geld. An einer Softeisbude wählen sie je eine große Waffel mit Schoko, Vanille und bunten Streuseln. Philipp zeigt auf 2 freie Liegestühle. Wollen wir uns da hinsetzen? Conny schlägt an ihrem Eis und nickt. Überall auf der langen Seebrücke stehen blau-weiß gestreifte Liegestühle herum, die gratis benutzt werden dürfen. Nur wenige sind besetzt. Wahrscheinlich wegen des Windes, überlegt Conny. Der kommt direkt von der See und ist ziemlich frisch.
Zum Glück stehen die beiden Stühle, die Philipp ausgesucht hat, in einer geschützten Ecke. Sie machen es sich gemütlich und verputzen in Ruhe ihr Eis. Conny schirmt die Augen mit einer Hand ab und schaut einem Segelboot hinterher. Dass Philipp neben ihr sitzt und in die Sonne blinzelt, kommt ihr irgendwie seltsam vor. Fast als wären wir zusammen in Urlaub, denkt sie. Sie lächelt und wirft einer dicken Möwe das letzte Stück ihrer Eiswaffe zu. Die stößt blitzschnell mit ihrem Schnabel zu und fliegt mit der Beute davon. Philipp streckt sich und seufzt behaglich. Conny lehnt sich zurück und schließt die Augen. Die Sonne fühlt sich warm auf ihrer Haut an. Die Wellen rauschen. Ab und zu kreischt ein Seevogel. Conny atmet tief ein. Wenig später ist sie eingeschlafen. Hey, jemand beugt sich über sie und rüttelt sanft an ihrem Arm. Aufwachen, Schlafmütze. Conny brummt unwillig. Lass mich, murmelt sie. Ich will weiter schlafen. Wir müssen zurück. Die anderen warten bestimmt schon auf uns. Philipp lacht leise. Was? Conny fährt hoch und sieht sich verwirrt um. Bin ich etwa eingeschlafen? Philipp nickt bestätigend. Du hast ausgesehen wie ein kleines Erdmännchen, grinst er. Wie peinlich ist das denn? Conny zupft sich ihre Haare zurecht und zieht energisch an ihrem Zopfgummi. Bestimmt sehe ich aus wie die letzte Vogelscheuche, deckt sie, während sie versucht, ihre Gedanken zu sortieren. Nach zwei weiteren unruhigen Nächten und einem mageren Frühstück mit lauwarmen Porridge sitzt Conny eines frühen Morgens wieder auf ihrem Platz im Reisebus. Allerdings soll der sie heute nicht quer durch Europa fahren, sondern nach London bringen. Und das ist echt aufregend, findet sie. Sie verdrängt ihre Müdigkeit, verstaut ihr Gepäck und lässt sich in den weichen Sitz fallen. Mandy plumpst auf den freien Platz neben Conny. Ihre knallroten Haare scheinen heute noch kräftiger zu leuchten als sonst. Und die mit viel Gel und Haarspray aufgerichteten Igelstacheln stehen stramm in sämtliche Himmelsrichtungen. Ihre zahlreichen Ohrringe hat Mandy auf Hochglanz poliert und sich zur Feier des Tages mit einer Halskette geschmückt, an der ein pinkfarbenes Vorhängeschloss und mehrere Sicherheitsnadeln hängen. Ihre Schuluniform hat sie wie alle ihre Mitschüler gegen normale Alltagskleidung eingetauscht. Der Ausflug gehört zwar zum Unterricht, aber da sie für zwei Tage in London bleiben werden, ist auch Freizeit dabei. Und in ihrer Freizeit ist Uniform keine Pflicht. Weiter vorne unterhalten sich Janet und Vicky laut über die neuesten Modetrends, die es in London hoffentlich zu sehen geben wird. Wir müssen unbedingt zu Harrods. Janet fuchtelt hektisch mit ihren lila lackierten Fingernägeln durch die Luft. Ich liebe Luxuskaufhäuser. Als sie Brighton hinter sich lassen und über eine Schnellstraße in Richtung Hauptstadt rollen, wird es im Bus ruhiger. Anna und Alicia blättern in einer Modezeitschrift und unterhalten sich über Frisuren. Billy und Kate erzählen sich gegenseitig Witze. Und Dina und Sarah zeichnen kleine Mangas in ihre Notizbücher. Die Jungs spielen mit Louise Karten. Sie gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Paul rauft sich die Haare. Poor Pauly, kichert Mandy. Louise ist nicht zu schlagen. Die Boys aus unserer Klasse spielen schon lange nicht mehr mit ihr, weil sie gewinnt immer. Sie senkt die Stimme. Kannst du später mit Paul die Platz tauschen vielleicht? Ich will so gerne mal sitzen neben ihm. Conny wirft einen unauffälligen Blick über die Schulter. Paul sitzt neben Philipp. Das bedeutet, dass sie sich neben Philipp setzen müsste, wenn sie mit Paul den Platz tauscht. Wäre das nicht ein bisschen zu plump? Nachher denkt Philipp noch, sie tauscht seinetwegen. Mal sehen, erwidert sie vage. Wir sind ja noch ein Weilchen unterwegs. Wie lange fahren wir eigentlich? 1.5 hours, I think, antwortet Mandy mit einem Gähnen. Ich glaube, ich werde ein bisschen schlafen. Es ist noch so früh. Wake me up if you change places. Schlafen? Gute Idee. Conny kuschelt sich tief in ihren Sitz und klappt die Augen zu. Das gleichmäßige Brummen des Motors ist herrlich entspannend und wesentlich angenehmer als die nächtlichen Aktivitäten der kleinen Mary Lou.
Als Conny die Augen wieder aufschlägt, ist Mandy verschwunden. Stattdessen sitzt jemand anderes auf ihrem Platz. Jemand mit braunen Augen, blonden Locken und einem ziemlich frechen Grinsen. Philipp! Conny blinzelt ein paar Mal, um sicherzustellen, dass sie nicht träumt. Hi! Philipp lächelt. Sag mal, kann es sein, dass du in letzter Zeit unter Schlafkrankheit leidest? Schlafmangel trifft es eher, brummelt Conny. Sie richtet sich auf und streckt sich. Hinter ihr sitzt Mandy und lacht mit Paul über einen Witz, den Tim erzählt hat. Na toll. Wie lange hat Philipp wohl schon neben ihr gesessen? Ob er sie im Schlaf beobachtet hat? Garantiert. Bei dem Gedanken wird Conny butterrot. Philipp reicht ihr seine Limo-Flasche. Willst du? Nee, danke. Conny streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Wo sind wir? Dauert's noch lange? Philipp beugt sich leicht über sie und wirft einen Blick aus dem Seitenfenster. Man sieht schon die ersten Hochhäuser, stellt er fest. Ich schätze, in spätestens 20 Minuten sind wir da. Herr Gunnarsson hat gesagt, dass unsere Jugendherberge mitten in der Stadt liegt, in der Nähe der St. Paul's Kathedrale. Eine Kathedrale, die nach mir benannt wurde? Paul zieht eine Augenbraue hoch. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Welche Ehre! Philipp dreht sich um und gibt ihm eine Kopfnuss. Hättest du in Englisch besser aufgepasst, wüsstest du über St. Paul's Bescheid. Conny schaut aus dem Fenster auf die vorbeiziehenden Häuser. Einige sind sehr modern, andere wirken alt und ein bisschen schmuddelig. Neben der Autobahn verlaufen Eisenbahnschienen. Conny zuckt zusammen, als ein stahlblauer Zug an ihnen vorbeirauscht. Bestimmt fährt er auch nach London. Ich glaube, da vorne ist das London Eye. Billy hüpft aufgeregt auf und ab. Und Big Ben! Conny spürt vor Aufregung ihre Haut kribbeln. Je näher sie der Innenstadt kommen, desto dichter wird der Verkehr. Der Bus quält sich unendlich langsam zwischen unzähligen Autos, Lieferwagen und anderen Bussen hindurch. Sie erspäht mehrere schwarze London-Taxis und die berühmten roten Doppeldeckerbusse. Sie sehen genauso aus wie in ihrem Englischbuch. Und am Straßenrand steht tatsächlich eine knallrote Telefonzelle. Wahnsinn! Wir fahren direkt an der Themse entlang zu unserem Youth Hostel, spricht Herr Gunnarsson weiter. Dort beziehen wir unsere Zimmer, packen in Ruhe aus und essen etwas. Hoffentlich kommen wir alle zusammen in ein Zimmer, sagt Dina hoffnungsvoll. Conny zählt durch. Anna, Alicia, Billy, Kate, Dina, Sarah, Louise, Mandy und ich. Wir sind 9. Ob es in dem Youth Hostel so große Zimmer gibt? Schön wär's, denkt sie. Es wäre echt lustig, mal wieder mit den anderen zusammen zu sein. Und was ist mit uns? Fragt Paul mit Dackelblick. Wo sollen wir schlafen? Mandy verpasst ihm einen zärtlichen Ellbogenstoß, genau zwischen die Rippen. Du passt in meine Rucksack, Sweetie. No problem. Paul japst und wird rot bis über beide Ohren. Als der Bus die Westminster Bridge in Richtung Westen passiert, hält Conny den Atem an. Vor ihnen ist Big Ben, zum Greifen nah. Daneben Westminster Abbey, die Houses of Parliament und hinter ihnen auf der anderen Seite der breiten Brücke das berühmte Riesenrad. Es scheint sich kaum zu bewegen. Erst als sie ein bisschen genauer hinguckt, sieht Conny, dass tatsächlich Menschen ein- und aussteigen. Die eiförmigen, rundum verglasten Gondeln bewegen sich wie in Zeitlupe. Schließlich erreicht der Bus die Carter Lane, an der die Jugendherberge liegt, und stoppt vor einem alten Gebäude mit hohen Fenstern. Das ist unsere Unterkunft, verkündet Frau Lindmann. Es ist die ehemalige Chorschule der St. Paul's Kathedrale. Ihr werdet feststellen, dass viel von der alten Einrichtung erhalten geblieben ist. Die frühere Kapelle dient als Versammlungsraum. Das Rektorat ist heute ein Aufenthaltsraum und bietet einen tollen Ausblick auf die Kathedrale. Sind unsere Zimmer etwa auch so alt? Jeanette rümpft die Nase. Nein, wird sie von Frau Lindmann beruhigt. Die Zimmer sind selbstverständlich renoviert und modernisiert und nach heutigen Maßstäben eingerichtet. Ich bin sicher, wir werden uns sehr wohlfühlen. Mr. Brownstone und Herr Gunnarsson nicken zustimmend.
Ein paar Minuten später ist das Gepäck ausgeladen. Auch die Unterkünfte sind rasch verteilt. Conny und ihre Freundinnen dürfen sich tatsächlich ein Zimmer teilen. Genau wie die Jungs. Das Youth Hostel verfügt über ausreichend große Räume. Die Mädchen können ihr Glück kaum fassen. Die Jungs sind direkt neben uns, kichert Anna. So what? Grinst Mandy. Ist doch funny. Wir werden haben eine Menge Spaß. You can be sure about that, nickt Louise grinsend. Nachdem sich die Klassen im Speisesaal der Jugendherberge mit Sandwiches und Tee gestärkt haben, hat Frau Lindmann das weitere Tagesprogramm festgelegt. Wir erkunden unsere Umgebung. Den Jubel über die Aussicht auf eine Fahrt mit einem der knallroten Doppeldeckerbusse hat der Lindwurm allerdings blitzschnell im Keim erstickt. Nach ihrer Meinung ist London bestens dazu geeignet, zu Fuß erkundet zu werden. Auf Schusters Rappen, wie sie es ausgedrückt hat. Conny wünscht sich im Moment nichts sehnlicher als einen echten Rappen, der sie auf seinem Rücken durch die Straßen von London trägt. Leider ist weit und breit nichts von einem schwarzen Pferd zu sehen. Stattdessen Touristen, soweit das Auge reicht. Conny stöhnt auf. Zuerst haben sie über eine Stunde in einer Schlange angestanden, nur um die St. Paul's Cathedral besichtigen zu können. Anschließend sind sie über die Millenniumsbrücke auf die andere Seite der Themse gewandert, wo eine weitere Besichtigung auf sie gewartet hat. Zum Glück war die Besucherschlange vor der Tate Gallery, dem berühmten Kunstmuseum, nicht so lang. Trotzdem ist Conny sicher, eine Blase an der linken Ferse zu haben. Und Durst hat sie auch. In der Nähe des Aquariums machen die 6a und ihre englische Partnerklasse endlich eine Verschnaufpause. Anna hält ihre Digitalkamera hoch und schießt pausenlos Fotos. Von Mark, Paul, Tim und Philipp, die nebeneinander auf einer breiten Kaimauer sitzen und sich sonnen, dreht sie sogar ein kleines Video. Conny und Mandy beugen sich über das Display und sehen sich leise kichernd die Wiedergabe an. Ich würde zu gerne mal mit einem von diesen Doppeldeckerbussen fahren, sagt Anna. Auf einer Stadtrundfahrt sieht man doch viel mehr, als wenn man sich zu Fuß durch diese Menschenmassen schieben muss. Warum fragen wir den Lindwurm nicht einfach, schlägt Billy vor. Mehr als Nein sagen kann sie nicht. Stimmt. Conny wirft einen Blick hinüber zu der Bank, auf der die Lehrer sitzen und sich unterhalten. Ob sie einfach hingehen und fragen soll? Warum eigentlich nicht? Die Gelegenheit ist günstig. Frau Lindmann scheint in bester Stimmung zu sein. Sie lacht laut über etwas, das Mr. Brownstone gesagt hat. Conny fasst sich ein Herz. Ich frag sie und marschiert los. Die anderen warten mit gedrückten Daumen. Ein paar Minuten später kehrt Conny zurück. Ihr Gesicht ist undurchdringlich. Anna guckt ihr angespannt entgegen. Sie sieht aus, als würde sie jeden Moment platzen. Sag schon, stößt sie hervor. Dürfen wir? Conny grinst, bevor sie nickt und ein paar bunt bedruckte Tickets aus ihrer Jeanstasche zieht. Mr. Brownstone hat Gutscheine von der Big Bus Company bekommen. Wir dürfen den Rest des Tages auf eigene Faust in der Stadt verbringen. Was sagt ihr dazu? Was ihre Freundinnen dazu sagen, geht in ohrenbetäubendem Jubel und Geschrei unter. Anna kreischt am lautesten. Sie fällt Conny um den Hals und erdrückt sie fast. Billy, Dina und Mandy machen es ihr nach. Alicia, Kate, Sarah und Louise applaudieren begeistert. Angelockt durch den Freudentanz der Mädchen kommen die Jungs angeschlendert. Was geht ab? Erkundigt sich Paul. Conny wedelt mit den Busgutscheinen vor seiner Nase herum. Philipp nimmt einen davon aus ihrer Hand. Wow, macht er. Wie hast du das geschafft? Conny erzählt es ihm. Er nickt anerkennend. Einzige Bedingung ist, dass wir eine Gruppe bilden und die ganze Zeit zusammenbleiben, sagt Conny. Und mindestens einer von uns muss ein Handy dabei haben und ständig erreichbar sein. Null Problemo! Mark winkt lässig mit seinem Mobiltelefon. Cool, sagt Conny. Dann sollten wir jetzt zum Lindwurm marschieren und uns offiziell abmelden. Wir haben spezielle Tickets, mit denen wir an jeder Haltestelle der Big Bus Company ein- und aussteigen können. Wann, wo und wie oft wir wollen. Ich glaube, man nennt das Hop-on, Hop-off. Mandy und Louise nicken bestätigend. Anna jubelt. Das ist ja spitze! Musik
Conny kann es kaum glauben, als sie kurz darauf mit ihren Freundinnen und Freunden an einer der Bushaltestellen der Big Bus Company steht. Mitten in London und ganz ohne Erwachsene. Mama und Papa würden garantiert einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie das wüssten. »Welche Linie nehmen wir?«, fragt Dina. »Die blaue oder die rote?« »Wo ist denn der Unterschied?«, fragt Paul. Philipp kennt die Antwort. Die rote Tour ist mit einem Sprecher, der die Sehenswürdigkeiten erklärt, an denen der Bus vorbeifährt. Die blaue Tour ist ohne Begleitung. Da bekommt man Kopfhörer und kann sich die Erklärungen vom Band anhören, wenn man will. Lasst uns einfach den ersten Bus nehmen, der kommt, egal ob rot oder blau, schlägt Conny vor. Ich habe echt keine Lust, noch länger hier herumzustehen. Ich will endlich was von London sehen. Die anderen sind sofort einverstanden. Als schließlich ein Doppeldeckerbus mit blauer Markierung vor ihnen hält, müssen sie feststellen, dass er schon ziemlich voll ist. Auf dem offenen Oberdeck sind kaum noch Plätze frei. Zum Glück steigen einige Passagiere aus. »Los, schnell!« ruft Philipp und hechtet in den Bus. Der Fahrer hält ihn auf und kontrolliert das Ticket. Als er nickt, stürmt Philipp die schmale Wendeltreppe im Inneren des Busses hinauf. »Ich halte die Sitze frei!« ruft er den anderen zu. Conny und ihre Freundinnen steigen nacheinander in den Bus und zeigen ihre Fahrkarten vor. Der Fahrer kontrolliert sie sehr gründlich. Philipp sitzt ganz hinten. Super, denkt Conny und lächelt ihm zu. Die besten Plätze. Aufatmend lässt sie sich neben ihn fallen und reicht ihm seine Kopfhörer. Thank you, grinst Philipp. You are welcome, antwortet Conny und ihr Herz klopft dabei. Mit Philipp in London. Die Sonne scheint, die Themse glitzert, nur wir zwei. Das ist ja so romantisch. Als alle sitzen, rollt der Bus los. Zum Glück gibt es eine Extraspur, auf der nur Busse und Taxis fahren dürfen. Der Verkehr in London ist einfach unglaublich. In Neustadt gibt es höchstens mal einen kleinen Stau an einer Baustelle oder vor einer roten Ampel. Hier scheint es der Normalzustand zu sein. Die stinkenden Abgase, der Motorenlärm, das ständige Gehupe genervter Autofahrer, die es eilig haben. Conny fragt sich, wie man das Tag für Tag aushalten kann. Aber wenn man in einer Millionenstadt wie London lebt, gewöhnt man sich bestimmt daran. Es bleibt einem schließlich nichts anderes übrig. Eine ganze Weile lassen sich die Freunde einfach kreuz und quer durch London kutschieren und genießen dabei den tollen Ausblick. Immer wieder staunen sie über die langen Schlangen vor den Sehenswürdigkeiten. Ab und zu stöpselt Conny ihren Kopfhörer ein und lauscht den Bandansagen, die allerhand Wissenswertes zu besonderen Bauwerken und Plätzen bieten. Doch die meiste Zeit genießt sie es, einfach nur da zu sitzen, zu staunen und Fotos zu machen. Die Haltestellen der Big Bus Company sind tatsächlich über die ganze Stadt verstreut. An jedem Stopp steigen Fahrgäste aus und neue steigen ein. »Wollen wir nicht auch mal aussteigen?«, fragt Philipp. »Die nächste Haltestelle ist ganz in der Nähe von Trafalgar Square. Von da aus ist es nicht weit bis zum Buckingham Palace. Das schaffen wir zu Fuß.« »Woher weißt du das?«, wundert sich Conny. Philipp zeigt auf einen kleinen Faltplan, der in der Seitentasche seines Sitzes gesteckt hat, und grinst. »Buckingham Palace! Oh ja, cool!« Anna springt auf. »Lass uns aussteigen und nachgucken, ob die Queen zu Hause ist!« Lachend schieben sie sich den schmalen Gang entlang, klettern die Wendeltreppe hinunter und springen aus dem Bus, als er an einer belebten Haltestelle stoppt. »Und wie kommen wir jetzt zum Buckingham Palace?« Conny schirmt die Augen mit einer Hand ab und versucht, sich zu orientieren. »I have no idea«, gesteht Mandy. »Guck doch mal auf deinen Stadtplan!« Billy stupst Anna an. Die wühlt in ihrem Rucksack und taucht mit rotem Gesicht wieder auf. »Ups. Oh, sorry«, sagt sie. »Ich fürchte, der Plan liegt auf meinem Bett in der Jugendherberge.« »Macht nichts«, meint Conny. »Philipp hat im Bus eine kleine Straßenkarte gefunden. Zeig doch mal her.« Philipp hebt beide Hände. »Ich hab sie im Bus liegen lassen.« »Was?« Conny zieht die Augenbrauen zusammen. »Wieso das denn?« »Ich habe irgendwie nicht daran gedacht, dass wir sie brauchen könnten«, antwortet Philipp zerknirscht. »Typisch«, seufzt Anna. »Was soll das denn heißen?«, protestiert Philipp. »Hä?«, macht Paul. »Das soll heißen, dass Jungs ständig was vergessen«, erwidert Anna spitz. »Das kommt daher, weil ihr immerzu an alles mögliche andere denkt, als an das, was wirklich wichtig ist.« Mark kommt Philipp und Paul zu Hilfe.
Hey, Moment mal, sagt er zu Anna. Immerhin hast du deinen Plan zuerst vergessen. Na und? Schnappt die zurück. Hey, wollt ihr jetzt etwas streiten? Mischt Billy sich ein. Nein, sagt Mark. Doch, zischt Anna. Conny runzelt die Stirn. So schwer wird dieser blöde Palast doch wohl nicht zu finden sein. Erstens gibt es hier überall Hinweisschilder und zweitens können wir zur Not fragen. Wir finden den Weg auch ohne Plan, stimmt Dina ihr zu. Genau. Anna wirft ihren Rucksack so schwungvoll über die linke Schulter, dass sie um ein Haar Paul erwischt. Er duckt sich blitzschnell. Typisch Mädchen, schimpft er. Können nicht zielen und trachten den Jungs nach dem Leben. Jetzt reicht's, faucht Anna. Ich hab dich nicht mal berührt. Du nicht, aber dein Rucksack. Dass ich noch lebe, habe ich nur meinen guten Reflexen zu verdanken. Paul funkelt Anna an. Conny kann nicht anders und prustet laut los. Jetzt übertreibt er aber wirklich. Was gibt's da zu lachen? Erkundigt sich Philipp. Conny starrt ihn an. Fängt der jetzt etwa auch noch an? Wenn du die Straßenkarte eingesteckt hättest. Sie bricht ab. Es hat ja doch keinen Zweck. Ich finde, wir gehen jetzt einfach mal los, schlägt sie stattdessen versöhnlich vor. Und fragen jemanden nach dem Weg. Ohne mich, grummelt Paul und setzt sich auf eine Steinstufe zu Füßen des berühmten Admirals. Ich bleib hier. Ich hab auch keinen Bock mehr, murmelt Tim. Ist viel zu heiß, um zu Fuß zu latschen. Philipp rauft sich die Haare. Conny sieht ihm an, dass er hin und her gerissen ist. Als er sich schließlich mit einem vernehmlichen Seufzen zu seinen Freunden gesellt, verzieht sie den Mund. Das nennt man Männersolidarität, schnaubt Anna. Das ist sowas Ähnliches wie Herdentrieb. Obwohl er kaum ein Wort verstanden haben kann, stellt Tobi sich ebenfalls demonstrativ zu seinen Geschlechtsgenossen, die ihn mit einem Kopfnicken begrüßen. Conny zieht die Stirn kraus. Sieht aus, als hätte Anna recht mit dem Herdentrieb. Dann bilden wir eben unsere eigene Herde, wendet sie sich ihren Freundinnen zu. Mädchen können auch solidarisch sein. Aber hallo, sagt Billy. What means solidarisch? Mandy hat Probleme, das schwierige Wort auszusprechen. Es bedeutet, dass wir zusammenhalten, erklärt Conny ihr. Los, Mädels, wir gehen. Sie wirft einen letzten Blick auf die Jungs, dann dreht sie sich entschlossen um. Der Tag ist viel zu schön, um ihn sich vermiesen zu lassen. Die beruhigen sich schon wieder, sagt sie zu Anna und den anderen. Spätestens heute Abend ist der Zoff vergessen. Wetten? Der Buckingham-Palast ist gar nicht weit entfernt. Die Mädchen folgen von Trafalgar Square aus einfach einer breiten Straße, die The Mall heißt. Sie führt direkt auf den königlichen Palast zu. Sowas, staunt Anna. Und ganz ohne Stadtplan. Manchmal muss man eben nur seinem Instinkt folgen, lacht Conny. Seinem weiblichen Instinkt, betont Billy grinsend. Auf dem Weg zum Buckingham-Palast kommen sie an einem schmiedeeisernen Tor mit zwei Wachhäuschen vorbei. Zwei Soldaten in Uniform marschieren davor auf und ab. Sie tragen die berühmten schwarzen Bärenfellmützen und Maschinengewehre. Conny schluckt. Seht euch das an. Anna zieht die Augenbrauen hoch. Naja, ist schon klar, dass sie das Königshaus nicht mit Schreckschusspistolen bewachen, oder? Sogar die freundlichen Bobbys, Conny erkennt sie an ihren typischen Kopfbedeckungen, den schwarzen Helmen, tragen hier vor dem Schloss kugelsichere Westen und haben Maschinenpistolen umgeschnallt. In London, es gibt große Angst vor Terroristen, erzählt Alicia. Vor ein paar Jahren, es hat gegeben einen schlimmen Bombenanschlag. Since that, die Polizei ist ganz besonders aufmerksam. Das kann ich gut verstehen, sagt Conny. Und? Ist jemand nun zu Hause? Fragt Billy und späht durch das hohe Gitter. I think so. Mandy zeigt auf eine Fahne, die hoch über dem Palast im Wind flattert. Man kann es sehen an die Flagge. Die wird nur aufgehängt, wenn die Majestät ist in London, glaube ich. Anna seufzt andächtig. Conny hofft, dass sie nicht darauf wartet, dass ein Mitglied der Königsfamilie herauskommt, um sie persönlich zu begrüßen. Und was machen wir jetzt? Fragt sie in die Runde. Wir springen in den nächsten Bus und steigen bei Harrods wieder aus, schlägt Anna vor. Du willst bei dem schönen Wetter in ein Kaufhaus? Conny zieht ihren Pferdeschwanz zurecht. Och nö. Aber Harrods muss man gesehen haben, entgegnet Anna. Das können wir doch auch morgen machen, meint Billy. Wir haben noch einen ganzen Tag in London.
Plötzlich fängt Dina an zu jammern. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Gleich 5:30. Wir müssen zurück. Außerdem hat der Gunnarsson gesagt, dass wir zusammenbleiben sollen. Sie macht ein unglückliches Gesicht. Und was ist mit dem Handy, das wir bei uns haben sollten? Hat einer von euch eins dabei? Louise und Sarah zücken gleichzeitig ihre Handys. Dina seufzt. Trotzdem werden wir Ärger bekommen. Wieso das denn? Fragt Anna. Unsere Lehrer wissen doch gar nicht, dass unsere Gruppe sich getrennt hat. Und sie werden es auch nicht erfahren, sagt Conny energisch. Wir schnappen uns einen Bus und gondeln ganz gemütlich zu unserer Jugendherberge zurück. Harrods verschieben wir auf morgen, okay? Lasst uns lieber noch ein bisschen unsere Freiheit genießen. Genau. Billy stupst Dina an, entspann dich mal. Hey, look at that, ruft Mandy. Da ist die Number 10 Downing Street. Der Sitz des britischen Premierministers, sagt Anna andächtig. Wow. Sie machen ein paar Fotos und schlendern weiter, bis sie zu einer Haltestelle der Bus Company kommen. Hoffentlich kommt bald einer, murmelt Dina und wirft einen Blick auf ihre Uhr. Auch Conny wird es langsam ein bisschen mulmig zumute, aber sie behält es für sich. Dina ist schon nervös genug. Ob sie es wirklich schaffen, pünktlich in der Jugendherberge zu sein? Als endlich ein Bus kommt, ist er proppenvoll. Kein Fahrgast steigt aus. Der Fahrer ruft den wartenden Mädchen zu, "You'd better take the next one!" bevor er ihnen die Tür vor den Nasen zuknallt und davonrauscht. So ein Mist, denkt Conny. Da kommt schon der Nächste, ruft Billy. It's a red one, bemerkt Mandy. It doesn't matter, meint Louise. Im Untergeschoss des Busses sind noch ein paar Plätze frei. Conny und Mandy müssen stehen. Wo müssen wir aussteigen? Fragt Dina. Ihr Gesicht ist blass. Immer wieder schaut sie auf ihre Uhr. St. Paul's, antwortet Sarah. Quälend langsam schiebt sich der Bus durch den immer dichter werdenden Londoner Feierabendverkehr. An jeder Kreuzung, an jeder Ampel scheint er endlos lange zu stehen. Und dann hält er auch noch an jeder einzelnen Haltestelle. Conny stöhnt auf. Dina hat recht, denkt sie. Wir werden gnadenlos zu spät kommen und riesigen Ärger bekommen. Als der Bus plötzlich von der Hauptstraße abbiegt, über einen Parkplatz holpert und schließlich stehen bleibt, setzt Connys Herzschlag für ein paar Sekunden aus. Was ist denn jetzt los? Der Motor des Busses geht aus. Es ist total still. Niemand sagt etwas. Conny und ihre Freundinnen haben gar nicht gemerkt, dass außer ihnen fast niemand mehr im Bus sitzt. Wann sind sie alle ausgestiegen? Der Fahrer klettert von seinem Sitz und winkt. The bus stops here, verkündet er. Please step out and take another bus. Goodbye. Oh my goodness, flucht Mandy. Ohne zu zögern stapft sie auf den Busfahrer zu, der sich mit einem Kollegen unterhält. Er hört Mandy zu und scheint ihr dann etwas zu erklären. Mit einer Hand deutet er in eine unbestimmte Richtung. Mandy nickt und kehrt zu den anderen zurück. Wir können nehmen eine normale Stadtbus, berichtet sie. Oder die Tube. Marble Arch ist die next underground station. Wie bitte? Wir sollen U-Bahn fahren? Ganz allein? Quer durch London? Dina macht ein Gesicht, als hätte Mandy sie aufgefordert, ohne Fallschirm von der Tower Bridge in ein Becken voller Piranhas zu springen. Ich bin mal gefahren mit die U-Bahn, meldet sich Kate zu Wort. Es ist allerdings ein paar Jahren her. Na, so viel wird sich da wohl nicht geändert haben, sagt Conny hoffnungsvoll. Fragt sich nur, wo dieses Marble Arch ist. Nicht weit von hier, hat die Busfahrer gesagt. Only ein paar Minutes zu Fuß, erwidert Mandy. Anna ergreift das Wort. Okay, Mädels. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Let's go. Conny weiß nicht, wie lange sie durch Londons Nebenstraßen und Hinterhöfe geirrt sind, als vor ihnen ein großer weißer Triumphbogen aufleuchtet. That's Marble Arch, ruft Alicia. Dann kann die U-Bahn-Station nicht weit sein. Conny stellt sich auf die Zehenspitzen und sucht eines der typischen runden Schilder mit rotem Rand und blauem Balken, auf dem Underground steht. Da drüben! Sie winkt aufgeregt. Sie überqueren die Straße und hüpfen die Stufen hinunter, die zu der unterirdischen Bahnstation führen. Es ist ein bisschen unheimlich, findet Conny. Die kalte Luft, die sie umfängt.
dazu die langen, gekachelten Gänge. Ihre Schritte hallen von den Wänden wider. Sie müssen ziemlich tief unter der Erde sein. »We need kleines Geld«, sagt Mandy, als sie vor den Fahrscheinautomaten stehen. Metallschranken trennen den Schalterbereich von den Bahnsteigen. Die Mädchen schütten ihr verschiedene Münzen in die Hände. »Reicht das?«, fragt Dina mit bangem Blick. »I hope so«, erwidert Mandy und füttert den Automaten. »Ich glaube, wir müssen mit dieser Linie fahren«, sagt Billy und tippt auf einen großen Streckenplan. »Die fährt direkt bis St. Paul's.« Conny wirft einen Blick auf den Plan. Jede U-Bahn-Linie hat eine andere Farbe. Es sieht ziemlich verwirrend aus. Zum Glück scheint Billy ja den Durchblick zu haben. Mandy verteilt die Fahrkarten. »You have to put them in die Kasten an die Schranke and walk through«, erklärt sie. »On the other side, ihr müsst die Karte wieder rausziehen und mitnehmen.« Die Mädchen folgen ihrem Beispiel und finden sich nach wenigen weiteren Schritten auf einem überfüllten Bahnsteig wieder. Conny hört fernes Rauschen und ein metallisches Quietschen. Wenig später fährt ein U-Bahn-Zug in den Bahnhof ein und hält mit lautem Getöse an. »Der ist ja randvoll«, ruft Anna, als sich die Türen öffnen. »Vielleicht ist weiter hinten noch Platz.« Billy zieht die anderen mit sich zu den hinteren Waggons, die auch schon ziemlich überfüllt sind. Trotzdem drängen sich noch Reisende hinein. Conny fragt sich, wie die Türen schließen sollen. Nie im Leben würde sie sich da noch zwischenquetschen. »Wir nehmen den nächsten«, sagt sie und tritt zurück. »Quatsch, hier ist Platz genug«, ruft Billy und winkt hektisch. Sarah, Dina und sie stehen in der Tür des letzten Waggons. Anna, Kate, Alicia und Louise springen zu ihnen in den Zug. Conny und Mandy zögern einen winzigen Augenblick zu lange. Mit einem lauten Zischen schließt sich die automatische Tür vor ihnen. Conny springt erschrocken zurück. Sie kann gerade noch Annas entsetztes Gesicht hinter der Scheibe aufblitzen sehen. Dann setzt sich die Bahn in Bewegung. »Nein!«, ruft Conny erschrocken. »Anhalten!« Vergeblich. Das Letzte, was sie und Mandy von ihren Freundinnen sehen, sind deren aufgerissene Münder und die roten Rücklichter ihres U-Bahn-Waggons, der in der Dunkelheit des unterirdischen Tunnels verschwindet. Sie starrt Mandy an. Mandy starrt zurück. »Holy cow«, flucht sie leise. »Du sagst es«, murmelt Conny. Sie hockt sich auf eine Bank, vergräbt den Kopf in beiden Händen und stöhnt auf. »Das hat gerade noch gefehlt. Der Lindwurm wird im Achteck springen.« Als die nächste U-Bahn kommt, steigen sie ein. Der mittlere Waggon ist fast leer. Nur eine junge Mutter mit Zwillingen und ein paar Geschäftsmänner in dunklen Anzügen sitzen darin. Die Männer lesen Zeitung und schauen kaum auf. Niemand sagt etwas. Auch Conny und Mandy schweigen betreten. »Hast du dir gemerkt, wo wir aussteigen müssen?«, fragt Conny nach einer Weile. »I'm not sure«, sagt Mandy. »Auch das noch.« Conny starrt auf das bunte Liniennetz, das als Aufkleber über den Durchgängen des Waggons prangt. »Rot, blau, gelb, grau, braun, grün, ocker, lila, pink. Wer soll da durchsteigen?« »Billy zum Beispiel«, denkt sie und seufzt noch einmal, während sie versucht, in dem Wirrwarr der unterschiedlichen Farben ein System zu entdecken und die richtige Station ausfindig zu machen. »Billy könnte das garantiert.« »The next stop is Bond Street«, sagt die Zwillingsmutter. Sie steht plötzlich neben Conny und zeigt auf den Streckenplan. Conny ist so überrascht, dass sie gar nicht weiß, was sie sagen soll. »Thank you very much«, stammelt sie, als es ihr einfällt. »You're welcome«, lächelt die junge Frau. »Are you having a good time in London?« »Oh yes«, versichert Conny, »we have a very good time.« »Could not be better«, fügt Mandy hinzu. An der nächsten Haltestelle steigen sie aus. Conny winkt der Frau zum Abschied zu. »And now?«, fragt Mandy. »Ich weiß nicht«, Connys Stimme klingt kläglich. »Was sollen wir in der Bond Street?« »Ich glaube, die Frau hat uns falsch verstanden. Die dachte bestimmt, wir wollten schon aussteigen. Aber sollten wir nicht bis nach St. Paul's fahren?« Plötzlich fällt ihr der Name der Haltestelle wieder ein. »St. Paul's! Oh no!«, ruft Mandy. »We stepped out too early!« »Was?«, Conny schnappt nach Luft. »Wir sind zu früh ausgestiegen?« Mandy nickt.
Gemeinsam versuchen sie, den Fahrplan zu entziffern und müssen feststellen, dass es noch ziemlich lange dauert, bis die nächste Bahn kommt. Das darf nicht wahr sein. Bis dahin hat der Lindwurm garantiert einen Suchtrupp losgeschickt. Lass uns lieber was anderes überlegen, schlägt Conny vor. Vielleicht können wir von hier aus zu Fuß gehen. Sie verlassen die U-Bahn-Station und bleiben unschlüssig an einer breiten Straße stehen. Überall um sie herum wird gebaut. Einige U-Bahn-Verbindungen scheinen außer Betrieb zu sein, wie große Hinweisschilder verraten. Conny schluckt. Ob Anna und die anderen inzwischen in der Jugendherberge angekommen sind? Hoffentlich. Dann ist die erste Wut des feuerspeienden Lindwurms möglicherweise schon ein bisschen verraucht, wenn sie und Mandy später auftauchen. Da ist eine Policeman! Mandy bohrt Conny den Ellbogen in die Seite und zeigt auf einen Bobby, der in einer Kreuzung steht und den Verkehr beobachtet. Er sieht nett aus. Lass uns fragen, wo die Next Station ist. Ich muss dringend nach Hause. I'm tired and hungry. Müde und hungrig bin ich auch, sagt Conny. Du fragst ihn, okay? Dein Englisch ist besser als meins. Are you sure? Grinst Mandy. Der Bobby ist genauso nett, wie er aussieht. Er sagt etwas, das wie No tube, take a bus instead, direction St. Paul's klingt. Conny versteht nur Bahnhof. Aber Mandy scheint alles begriffen zu haben. Sie bedankt sich höflich. Der Polizist nickt ihnen zu. We can take a linear bus, erklärt Mandy Conny. Da drüben ist eine Busstop. The next bus kommt bald. Conny bläst die Wangen auf und lässt die Luft langsam entweichen. Das ist die beste Nachricht des Tages. Als ein roter Doppeldeckerbus anhält, steigen sie ein. Conny lässt sich auf einen freien Platz fallen. Ihr Bedarf an Irrfahrten ist für heute gedeckt. Einige Haltestellen später ruft Mandy plötzlich, That's St. Paul's! We must aussteigen! Conny sieht die runde Kuppel der St. Paul's Kathedrale über den Häusern aufragen. Die Jugendherberge muss ganz in der Nähe sein. Da ist das Youth Hostel, ruft sie erleichtert, als sie nach einigem Umherirren das Gebäude erkennt. Wir haben's geschafft! Mandy jubelt. Sie klatschen sich ab und legen die letzten Meter im Laufschritt zurück. Bei Betreten des Youth Hostels ein paar Minuten später spürt Conny allerdings ein ungutes Grummeln in der Magengegend. Jetzt wird's ernst. Herr Gunnarsson, Frau Lindmann und Mr. Brownstone sitzen an einem runden Tisch in der Eingangshalle. Frau Lindmann springt sofort auf, als sie Conny und Mandy sieht. Ihr Gesicht ist blass und angespannt. »Das seid ihr ja endlich«, ruft sie. »Meine Güte! Wir haben gerade beraten, ob wir die Polizei verständigen sollen.« Mr. Brownstone und Herr Gunnarsson stehen ebenfalls auf und begrüßen die beiden Mädchen. »Wir haben schon auf euch gewartet«, sagt Herr Gunnarsson. Seine Stimme klingt streng, aber sein Gesicht sieht eigentlich ganz freundlich aus, stellt Conny fest. »Logisch. Für unsere Verurteilung ist ja auch der Lindwurm zuständig.« Sie traut sich kaum, die Lehrerin anzusehen. Mandy geht es nicht anders. Sie steht neben ihr wie ein begossener Pudel und weicht dem Blick ihres Klassenlehrers aus, indem sie versucht, eine Grünpflanze auf dem Tisch zu hypnotisieren. Schön, dass ihr auch ohne Polizeibegleitung hergefunden habt. Frau Lindmann seufzt. Anna hat uns von eurem Pech berichtet und eure Verspätung entschuldigt. Trotzdem war es natürlich nicht in Ordnung, dass ihr euch von der Gruppe getrennt und euch nicht bei uns gemeldet habt. Conny glaubt nicht richtig zu hören. Danke, Anna, jubelt sie innerlich. Das Gemecker des Lindwurms lässt sie mit zerknirschter Miene über sich ergehen. Dass eure Gruppe am Trafalgar Square getrennt wurde, war natürlich nicht so gut, sagt Herr Gunnarsson. Dann noch die Panne mit dem Bus und eine überfüllte U-Bahn. Ich bin wirklich erleichtert, dass ihr es trotzdem alleine hierher geschafft habt. In einer fremden Stadt und in einer, zumindest für dich, Conny, fremden Sprache. Das ist eine reife Leistung. Mr. Brownstone nickt. Frau Lindmann presst die Lippen zusammen und seufzt noch einmal vernehmlich. Mandy gibt ein glucksendes Geräusch von sich. Es hört sich an, als hätte sie große Mühe, einen Lachanfall zu unterdrücken. Conny tritt ihr unauffällig auf den Fuß. Bestimmt habt ihr viel zu erzählen, sagt Herr Gunnarsson mit einem kaum merklichen Augenzwinkern. Was haltet ihr davon, wenn ihr in den nächsten Tagen ein kleines Referat über eure Erlebnisse ausarbeitet und uns und euren Mitschülern vortragt?
Conny und Mandy wechseln einen Blick. Wenn das der Preis für ihr Zu-spät-Kommen ist, kein Problem. Der Speisesaal ist noch genau 15 Minuten geöffnet, sagt Frau Lindmann frostig und zeigt auf eine breite Schiebetür. Conny und Mandy flitzen los. Danke, ruft Conny über die Schulter zurück. Als am Abend Ruhe einkehrt, ist der abenteuerliche Ausflug das Gesprächsthema Nummer 1. Ich wäre fast gestorben, als die U-Bahn ohne euch losgefahren ist, japst Anna. Um ein Haar hätte sie die Notbremse gezogen, kichert Billy. Ich konnte sie in letzter Sekunde davon abhalten. Habt ihr die Jungs eigentlich schon gesehen? Erkundigt sich Conny beiläufig. Weil sie zu spät gekommen sind, haben sie und Mandy ganz allein in dem großen Speisesaal zu Abend gegessen. Anna nickt. Die waren fast gleichzeitig mit uns hier. Mann, die sind ganz schön erschrocken, als wir erzählt haben, was passiert ist und dass wir euch unterwegs verloren haben. Unseren Streit haben die komplett verdrängt. Es ist alles wieder in Butter. Philipp wollte sofort einen Suchtrupp starten, berichtet Billy und fegt sich ein paar Kekskrümel in den Mund. Echt? Conny reißt die Augen auf. Klar, nickt Billy. Der ist voll in dich verknallt. Hast du das noch nicht gemerkt? Conny schweigt. Nein, sagt sie nach einer ganzen Weile. Oder doch? Ich weiß es nicht so genau. Ich... Du bist genauso verschossen, lacht Billy. Gib's zu. Conny wird rot. Sie schnippt einen kleinen Fussel von ihrem Sweatshirt und überlegt, was sie darauf antworten soll. Na ja, druckst sie schließlich. Ich glaub schon. Irgendwie jedenfalls. Warum macht ihr dann so ein Theater? Fragt Anna stirnrunzelnd. Die Sache ist doch klar wie Kloßbrühe. Phil ist in dich verliebt und du in ihn. Wo ist das Problem? Im Zimmer herrscht absolute Stille. Nur eine zerknüllte Chipstüte knistert leise vor sich hin. Alle starren Conny an. Soll ich ihm das etwa sagen? Fragt sie entsetzt. Na klar, ruft Anna. Worauf wartest du noch? Maybe sie ist ein bisschen old-fashioned, grinst Louise. Conny wants, dass die Boy macht die erste Schritt. Stimmt's? Conny nagt an ihrer Unterlippe. Sie soll altmodisch sein? Nur weil sie sich nicht traut, den ersten Schritt zu machen? In ein paar Tagen ist unsere Strandparty in Brighton, mischt Dina sich ein. Das wäre doch die Gelegenheit. Das traue ich mich nie, murmelt Conny. Ach was, sagt Anna energisch. Sie rappelt sich auf und wirft Conny einen Keks zu. Das packst du schon. Na, denkt Conny, wenn du meinst...